Star gegen die Mächte des Bösen. Nur im Disney Channel. Hallo, Marco. Geh weg! Nur die Ruhe, Mickey Hand. Oh, du bist es. Ich habe deine nette Unterhaltung mit Eclipsa gehört und ich glaube, ich könnte dir bei deinem kleinen, oberpeinlichen Problem helfen. Nein, sag es nicht. Du wirst mich... hypnotisieren. Nein, Jenna, du wirst mich nicht nochmal hypnotisieren. Ach, komm schon. Ich will doch nur einem Freund helfen. Freunde bringen einen nicht durch Hypnose dazu, sein Leibgericht zu hassen. Früher habe ich Nachos geliebt. Jetzt wird mir schon schlecht, wenn ich dran... denke. Ja, aber glaub mir, so ist es besser für dich. Außerdem siehst du gut aus. Danke. Aber ich will mich nicht schlecht fühlen, wenn ich an Star denke. Ich will einfach keine Gefühle mehr für sie haben. Keine Sorge, ich habe das voll im Griff. Nein, 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 nein. Dahinter. Die Damentoilette? Was soll das, Jenna? Dank mir noch nicht. Mal sehen, ob's funktioniert hat. Wie findest du Stars Marshmallows jetzt? Sie sind noch immer herzallerliebst. Willst du mir sagen, dass ich gerade 14 Stunden meines Lebens vergeudet habe? Oh, wie ärgerlich. Ich weiß, was ich tun muss. Ich will es nur nicht tun. Was denn? Ich muss es da sagen. Und du meinst, dass das die Lösung ist, ja? Ich laufe hier mit Frühstücksflocken rum, Jenna. Das wird sicher peinlich. Oh, mein kleiner Babywölpe. Oh nein, das ist so süß. Hey, Marco, bist du gekommen, um diesem süßen kleinen Babywelpen Hallo zu sagen? Star, würdest du bitte den Welpen weglegen? Ich muss mit dir über etwas reden. Oh, okay. Hey, Tom, Marco hat etwas, worüber er reden will. Oh, nein. Oh, cool. Worüber möchtest du denn reden, Kumpel? Hey, Tom. Wartet kurz. Eine Sekunde noch. Wird bestimmt gut. Okay, also, Star, das hier bringt mich um. Meine kleinen süßen Baby-Marshmallow-Freunde? Köstliche Marshmallow-Freunde? Tom! Was? Da ist doch noch einer. Ganz genau! Star wollte nicht, dass der Marshmallow einsam ist, also hat sie mir eine Freundin geschenkt. Jetzt ist er ganz allein. Wie konntest du das nicht sehen? Das ist herzallerliebst. Star? Ich habe ein Problem. Und ich glaube, du bist der Grund. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich mag jede einzelne Sache an dir. Das ist unnatürlich. Nein, Marco. Das ist nicht unnatürlich. Das wird lustig. Hör zu, Tom. Es tut mir leid, Alter. Ich musste das unbedingt loswerden. Es ist übernatürlich. Ihr seid verflucht. Was? Wovon redest du überhaupt? Oh, erinnerst du dich an den Blutmondball? Ja. Gut. Eigentlich heißt das Ganze Blutmondfluch. Durch den Fluch werden zwei Seelen miteinander verbunden. Auf ewig im Licht des Blutmondes. Ich hab dich mitgenommen und gehofft, dass er uns auswählt. Aber stattdessen hat er Marco und dich ausgewählt. Moment. Wir sind verflucht? Und du hast es die ganze Zeit gewusst? Ja, aber ich dachte, dass du es irgendwie auch weißt. Nein, Tom, ich wusste es nicht. Woher sollte ich auch? Na ja, ich dachte, die Sache wäre klar. Ich meine, da war dieser Typ, der alles erklärt hat. Das Licht, es hat dich auserwählt. Erinnerst du dich? Ich dachte, das ist ein nettes Partylicht und nicht irgend so ein Fluch. Aber du weißt, dass du etwas für Marco empfindest. Und ich weiß das auch. Was meinst du, woher das kommt? Du hast Gefühle für mich? Wegen des Fluchs!